Juhu, Beauties, und willkommen zu einem Gameplay von Blobcat! Wo bin die Katzen? Die quadratische Mäuse verfolgen. Advice, Mice, wirklich. Es ist deine Aufgabe, alle Dice Mice sicher zum Mäuseloch zu führen. Warum klingt das so super kompliziert, ey? Ich bin kein Atomwissenschaftler. Wow, amazing. Oh, was? Die dürfen nicht ineinander pratschen, weil dann bounce der hier nach rechts. Ne, wobei, der bounce ja nochmal nach rechts. Und, doch, das geht trotzdem. Dann bounce ja trotzdem weiter nach rechts. Oh, yes. Oh, fuck. Das war so schlau. Warum? Gib mir den Stern. Easy. Wow, bounce, yeah, wusch. Muss ich die Katze zuerst reinkriegen oder warum kriege ich immer nur drei? Was ist das denn für eine Furzscheiße? Ich glaube, es geht echt um die Maus. Ich dachte, wir müssen die Katze beschützen, aber irgendwie ist das eine dumme Vorstellung. Ich meine, die Katze ist doch die Maus und nicht umgekehrt. Die böse Maus ist die Katze auf. Und den so trappen. I am so evil. So evil. Ihr seid gefangen. Oh yeah. Oh. Ein Katzenstick. Ich dachte, es geht wirklich um die Katze, weil die Katze war so cute. Und ich dachte, die Maus ist der Böse. Der böse Wicht. Ah, damn it. Die dicke Katze soll das Loch ja nicht verstopfen. Kann ich die Katze adoptieren? Die ist voll cute. Dann nervt dich die Mäuse auch nicht mehr. No. Dicke Katze, hör auf, ein Loch zu verstopfen. Die Maus nämlich an der vorbei. Die Mäuse sind bestimmt auch schon längst weg, wenn die Katze reinkommt. Oh yes, babe. I knew it. Oh nein. Doofe Katze, du verstopfst alles. Ah nein. Okay, was wenn ich sage? Hier. Verarscht. Das müsste gehen, glaube ich. Ha, ich wusste. Hab dich verarscht. Lul. Bin mir ziemlich sicher, dass sie dann schon das Loch fallen. Warum verstopft ihr mein Loch? Was hab ich euch getan? So frustrating. Ich will keine Blobbelkatzen mehr spielen. Aber ehrlich gesagt, ich finde es total witzig. Es macht irgendwie voll Spaß und es hat so einen gewissen Selbsthumor. Das Einzige, was ich mir definitiv wünschen würde, sind Quick Resets. Und dass man die Pfeile einfach zurücksetzen kann. Einzelne und nicht immer alles löschen muss. Das wäre halt voll gut. Oder wenn man einfach eine Taste drückt und dann passiert das. Also, dass man mehr Shortcuts hat, weil irgendwie ist es complicated. Oder dass man eine Taste hat, um loszudrücken und nicht immer mit seiner Maus einfahren muss und so ein Shit. Das wäre halt voll nice. Aber es ist voll süß gemacht. Ich mag die Charaktere und ich dachte einfach, die Katze wäre die Nette und die Mäuse müssten getötet werden. Ich hoffe, euch hat dieses Gameplay auf jeden Fall gefallen. Ich versuche demnächst etwas regelmäßiger Videos hochzuladen. I'm so sorry. Ich bin in meinem Praxissemester, aber ich werde euch in einem baldigen Video noch ein bisschen mehr darüber erklären. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Checkt auch meine Social Media Channel ab, weil momentan poste ich jeden Tag auf Instagram. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen. Und Baby Shaka Bros.